Ich bin krank. Mal schauen, ob das meine Stimme jetzt hier aushält. Ich beginne direkt mit dem Video, weil das hier nach demselben Prinzip wie bei Wendigo vs. CW und Hakai funktioniert. King Bebe, der hat 1 und Martin nicht. Eine nicht erbrachte Leistung gibt Martin 0 und dem King die volle Punktzahl in der Kategorie, also 2. Dann jetzt noch ein paar Worte zum King. Das vom King sieht alles sehr cool aus. Der rote Regenschirm sieht sehr gut aus, die Locations sind abwechslungsreich. Nichts Krasses, aber ich bekomme nicht das Gefühl, dass ich das hier schon alles kenne. Er hat ab und zu ein paar Textprobleme, aber hey, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Schnitt und das Color Grading spiegelt die Stimmung schön wieder. Ja, ich schaue mir das gern an. Dann kommt der Captain und der macht das alles so, wie er es halt immer gemacht hat. Er filmt sich selber mit schlechter Bildqualität und meistens ist alles asynchron. Naja, so ist es halt. Es zieht das Ganze natürlich runter. Hier sind die Farben nicht so schön und da geht das Feeling auch etwas verloren. Ändert nichts an der Punktzahl. Ich würde sagen, ein solides Video vom King hätte auch ein gutes sein können ohne den Captain-Part. Flow. Ich bin King Belvedere und du bist nur ein scheiß Weep. Und Nicole Kopie auch, die es nicht mal einsieht. Bringst rein Ketten und du nennst dich selber den Boss. Doch wie Cole bist du nicht, das ist echt paradox. F-Load sehr schön, möchte ich sagen. Das hört sich sehr angenehm an. Das ist kein Flow-Massaker, das ist nicht krass geflowt, aber gut, denke ich. Denn ich höre gerne zu und kann mir das gut geben. Es ist nichts Außergewöhnliches in dem Part, aber das braucht es auch nicht, da es ja nur ein Part ist. Er macht es sich jetzt nicht sonderlich schwer mit dem Flow, aber er stolpert dadurch auch nicht. Das ist gut. Danach kommt die Hook und die geht auch schön von dem Part in die Hook über. Die Legenden im Biss, der Captain, der King, kein Sekt und kein Gin und sind besser als Finn, Digga, Duck Down, denn die beiden Götter sind hier. Wir schießen auf die Feinde und auf Oettinger Bier. Die Legenden im Biss, der Captain, der King, kein Sekt und kein Gin und sind besser als Finn, Digga, Duck Down, denn die beiden Götter sind hier. Wir schießen auf die Feinde und auf Oettinger Bier. Sehr gute Hook, die höre ich mir gern an. Gefällt mir. Der King und der Captain mit Bier und Wodka im Gepäck. Hörst du denn, der kleine weirde Kolle wird jetzt hier verletzt? Reichlich angeheitert, komm mit Pfeffi und Wein, Martin mit Technik und Style, gebeitet von einem Biter. Ja, der Captain zieht das wieder sehr runter. Seine Stimme klingt nicht so gut, nicht so kräftig und von der Mikroqualität sehr billig. Und ja, den Takt treffen tut er ab und zu und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht Zufall ist. Er überzieht Lines und man hat bei ihm zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er ein Taktgefühl besitzt. Ja, insgesamt kann ich zu dem Part halt nichts Gutes sagen. Zieht das Ganze halt runter. Ich hab gehört, ich battle hier ne Legende. Bruder Jakob, alles klar, denn dein Lied ist zu Ende. Sei es auf ausgefeilte Flows, du kommst mit purer Eleganz. Ich brauch nicht mehr erzählen, dass du den Takt nicht treffen kannst. Ich bin immer wieder überrascht, wie unfassbar gut er rappen kann. Diese Stimmgewalt kommt sehr, sehr krass, gerade auf dem ersten Beat. Das geht richtig gut nach vorne, da ist richtig Power dahinter. Und er hat ab und zu Betonungen drin, die sehr ausgereift sind. Einmal diese Aussichtslos-Zeile und dann gibt es noch die mit der Attitüde. Ich weiß, meine letzte Runde war ein Griff ins Klo. Doch nach diesem Battle ist Belvedere aussichtslos. Junge, scheiß auf den Inhalt, du willst das jetzt fühlen. Bell, was zeichnet deinen Rap aus? Naja, die Attitüde. Das kommt schon sehr geil. Der Hook auf den ersten Beat kann ich auch noch was abgewinnen. Sag mir, wer macht 5 Alben und ist immer noch nicht fame. Sag mir, wer ist noch Jungfrau, aber infiziert mit AIDS. Es ist King Belvedere, King Belvedere. Es ist King Belvedere, King Belvedere. Was für King Belvedere, du bist ein Kind und nicht mehr. Wir beide in einem Turnier, das er sich da nicht fair. Jeder, der noch Offbeat rappt, ist jetzt sowas wie dein Biter. Du nennst dich zwar King, aber hier kommt der Kaiser. Hier merkt man aber immer mehr, eine etwas bessere Mikroqualität und eine gute Mische würden das hier so krass steigern. Und hier wird halt leider auch in den Parts zu viel Potenzial deswegen verschenkt. Check mit dieser Runde, schade ich deiner Gesundheit zu doll, dass sogar dieser Loste Lauterbach davon mitbekommt. Das ist kein Epigramm, doch verfasst in Kürze die Verse, denn deine Stimme siehst, bin ja wie die türkische Erde. Zum zweiten Beat kann ich quasi dasselbe nochmal sagen. Es ist ein sehr guter Stimmeinsatz, geht gut nach vorne, ist sehr verständlich. Leider ballert der Beat hier nicht mehr so und insgesamt fand ich halt dadurch auch den ersten Teil besser, was den zweiten jetzt aber auch nicht schlecht macht. 5 Jahre wert, nicht mal auch an Relevanz. Hunderte von Battles, aber immer noch kein Plan. Das mit Rap wird wohl nicht, also versuch dich mal als Tänzer. Weil die 18 Abonnenten haben dich verändert. 5 Jahre wert, nicht mal auch an Relevanz. Hunderte von Battles, aber immer noch kein Plan. Das mit Rap wird wohl nicht, also versuch dich mal als Tänzer. Weil die 18 Abonnenten haben dich verändert. Auch die zweite Hook finde ich gut, aber die Mische. Naja.
Also in dieser Kategorie ist Martin King Belvedere überlegen. Selbst wenn der King so rappen könnte wie Martin, hätte ihn der Captain wieder runtergezogen. Ich habe mich hier für einen 1-Punkte-Abstand entschieden, und zwar für ein 2:1 an Martin aus folgenden Gründen. Einmal hat King Belvedere selber solide gerappt und eine gute Hook gemacht. Und die schlechtere Soundqualität bei Martin schadet ihm dann doch etwas. Das sind zwei zu beachtende Aspekte, die einen 2-Punkte-Abstand nicht in dieser Kategorie zulassen. Deswegen 2:1 an Martin. Punchlines. Ich beginne mit Martin. Seine ersten beiden Lines sind ein solider Einstieg, die danach haben jetzt keinen krassen Punch. Ich hab gehört, ich battle hier eine Legende. Bruder Jakob, alles klar, denn dann nie zu Ende. Taktline hätte ich auch so verstanden. Danke für die Erklärung, Martin. Die Line ist auf jeden Fall gut und die danach ist auch okay, weil der Wodka auch Belvedere heißt. Oder willst du uns mit deinem Rap nur entertain? Arbeite doch mal mit dem Takt zusammen wie Batmans Shay. Jung, du klingst, als wärst du beim Rekorden besoffen. Läufst mitten im Regenschirm herum, doch bis sich dann ist trocken. Die Entzugline ist ziemlich ausgelutscht und die Line danach ist sehr gut geflowt und sehr stumpf, aber ich mag halt so stumpfe Sachen. Life is hard, bei dir fliegen die Anzeigen ins Haus, denn der Wodka Belvedere wird dank dir weniger verkauft. Bevor ich auf diese Lines eingehe, möchte ich auf den Kommentar von Kuya unter King Belvederes Runde eingehen. Er meint nämlich, Front, dass er eine Kolle-Kopie sein soll, geht für mich ins Leere. Ganz anderer Flow und ganz andere Stilistik von Martin. So, du kleiner Fanboy. Martin sagt in seiner eigenen Runde folgendes. Egal ob Kolle oder Asche, ich kann beides als kopieren. Und jetzt erkläre mir nochmal, warum diese Angriffsfläche jetzt nicht treffen sollte. Er gibt es ja selber zu, dass er das kopieren kann. Und wenn du dir sein Achtel anhörst, ist das auch nicht zu verkennen. Also, ja. Die Lines haben aber keinen Punch. Aber die Aussichtslos-Zeile ist wieder gut, weil Belvedere bedeutet Aussicht und deswegen aussichtslos. Naja, mit den Erklärungen würden die Zeilen immer wacker. Ich weiß, meine letzte Runde war ein Griff ins Klo. Doch nach diesem Battle ist Belvedere aussichtslos. Die Hook hatte nichts Nennenswertes. Du bist jetzt der Kaiser. Okay, ist jetzt nichts Krasses. Den Einstieg in den zweiten Part finde ich etwas wirr. Aus der Ferne sieht der King aus wie ein Didgeridoo, aber ich finde die Delivery cool. Welchen Sinn hat das Ganze? Das Aber in diesem Satz macht keinen Sinn. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Aussehen von King Belvedere und wie ich finde, dass er delivered. Hä? Die Lines danach sind cool gerappt, haben jetzt aber auch nicht den Impact, den ich mir da erhofft hätte. Hier geht es halt weiter mit diesem Quatsch. Was hat das Performen mit dem Spurenschieben zu tun? Den Spit fand ich mal wieder ganz solide, aber nicht so außergewöhnlich. Du fällst dich wie ein Hund, also bell ruhig weiter. Willst du was zu lachen haben, lass den Bell ruhig weiter. Das mit der Polizei ist so ein standard langweiliger Punch und das mit Flow hat keinen Gegnerbezug und ist dazu halt auch nicht krass. So, Bell bedeutet auf Französisch schön. Das hat Gegnerbezug, aber die Line ist jetzt nicht so krass ausgefeilt. Also dann zu sagen, du bist trotzdem hässlich, ist halt sehr lame. Deswegen ist die Line jetzt nur rot. Eine Stevie Wonder Line zum Abschluss. Naja, die Lines sind schon sehr ausgelutscht. Frauen, die mal Hallo sagen, wollen sie freundlich sein. Dieser Widerspruch, Bell ist seine Hässlichkeit. Beatswitch. Die ersten zwei Lines sind wieder so, ja, hat mich jetzt nicht. Deine Stimme, sie ist dünn, ja, wie die türkische Erde. Also der Spit ist dünn, ja und dünn, ja. Naja, ich habe das jetzt mal aufwendig recherchiert. Und der Google-Übersetzer spricht das folgendermaßen aus. Nun ja. Und dann wird es hier übersetzt in Welt. Ich finde den Step von dünn, ja zu türkisch schon weit, weil warum sollte man das jetzt auf Türkisch übersetzen? Und nun muss man die Übersetzung im Deutschen mit einem deutschen Synonym tauschen, damit das Sinn macht. Das ist mir zu weit weg. Das hier ist mal endlich wieder ein solider Vierer. Die Lunzzeilen sind witzig und auch das mit der Sonderanfertigung. Da geht es wahrscheinlich um die Krone, die ein König benötigt oder bekommt. Sag zu Loons, er sollte mal seine Panzers komprimieren. Das bedeutet für Bär, er muss seinen ganzen Text ausradieren. Nennt sich King, sag mal, hast du dafür denn die Berechtigung? Der bei deinem Kopf reicht, der Mann ist da, Anfertigung.
Du, King, bist dynamisch, sowie in der Schachpartie, finde ich sehr gut. Ich denke, jeder weiß, wie der König beim Schachspiel funktioniert. Und das mit dem Spielplatz finde ich auch gut. Ich nutze, weil keine Line von dir Substanz zieht. Du, King, bist so dynamisch wie bei einer Schachpartie. Viper macht auch keine Movies, also schiebt mal keinen miesen Film. Spielplatz ist leer, weil mit dir immer noch keiner spielen will. Letzter Vierer und hier sind die letzten zwei Lines ein solider Abschluss. Die Lines davor. Da hat er dahinter in Klammer geschrieben, Erdkunde-Basiswissen. Das finde ich sehr witzig. Der Vergleich ist auch ganz okay, auch wenn ich meine, dass man den schon so ähnlich gehört hat. Und es hat halt leider auch keinen Gegnerbezug. Welf ist RLB, so wie LBB mit schlechten Zeilen. Du vergewaltigst Beats und das ist nicht positiv gemeint. In der letzten Hook finde ich das mit den 18 Abos noch sehr witzig. Mit Rap will wohl nichts, also versuch dich mal als Tänzer, weil die 18 Abonnenten haben dich verändert. Kommen wir zu King Belvedere. Dass Martin eine Kolle-Kopie ist und er das nicht einsieht, hat Martin in seiner Runde entkräftet, denn offensichtlich sieht er es ein. Bringst Reimketten und nennt sich selber den Boss, doch wie Kolle bist du nicht, das ist echt paradox. Das ist eine Quatschzeile, also wo ist da die Aussage? Also ja, er ist nicht der echte Kollege. Guess what? Hier sind jetzt zwei Punches drin, die sich über Martin lustig machen, aber leider nicht so geil ausformuliert. Da wäre safe noch mehr drin gewesen. Schade. Lachkick, als du sagst, das ist Araber-Scheiß. Bro, die lachen dich aus, damit du einmal das weißt. Und was soll das bitte heißen? Ey, du bist NRW. Sind jetzt Menschen Bundesländer oder wie soll das gehen? Dass er seinen Text nicht hatte, ist auch noch ganz witzig. Aber wieder finally nicht geil genug. Und der härteste Punch ging ja nicht mal an deinen Gegner, denn der ging nämlich an Rolf, weil dein Texter da gefehlt hat. Doch du hattest keine Zeit, ich muss sagen, verstehe ich. 5 Wochen Zeit, das ist echt schon sehr wenig. Meine letzten Lines in diesem Part sind so verkopft, dass sie schon wieder witzig sind und echt gut sind. Das hat mir im restlichen Part hier gefehlt. Nur die Hook hab ich gehört und die klang nicht richtig Bombe, denn die klang nicht so wie du und das fand ich richtig nice. In der Hook disst er viele, aber nicht seinen Gegner. Und nun folgt der Captain. Die ersten zwei Lines sind Einstiegslines und dann finde ich die Aussage sehr witzig, dass er einen weiterbeitet, also von Kollega und der selber auch Texte kopiert. Das ist selbsterklärend, warum erkläre ich es. Ja, komm. Reichlich angeheitert, komm mit Pfeffi und Wein, Martin mit Technik und Style, gebeitet von einem Biter. Ja, hier folgt keine nennenswerte Punchline, die den Gegner trifft. Hier geht es genauso weiter. Ein Halt doch bitte deine Fresse kann ich nicht positiv hervorheben. Und auch den letzten 4 Lines kann ich nichts abgewinnen. Naja. Martin hatte einen sehr guten ersten Part. Der zweite Part war nicht so gut. Den hätte er auch weglassen können. Da war nur 1-2 Sachen erwähnenswert. Und im dritten Part hat er sich dann wieder gefangen. Aber der kam trotzdem nicht an den ersten ran. King Belvedere hatte einen ganz okayen Part und einen schlechten Part vom Captain. Insgesamt mehr Punches, die getroffen haben, kamen von Martin. Geiler komprimiert hätte die nochmal richtig gefickt, aber so geht es auch. Er hat auch einfach mehr gute Lines. Der King hatte sehr unausformulierte Sachen, viel Potenzial verschenkt und dann natürlich auch viele Lines, die einfach nicht genutzt wurden, die halt komplett ohne Punch waren. Das ist für mich ein 2:1 an Martin. Denn King Belvedere hat gepuncht, aber weniger als sein Gegner. Martin hat zu viel Unnötiges drin, sonst wären da auch 3 Punkte bestimmt möglich gewesen. Extra Punkt gibt es nicht. Es gab keine außergewöhnliche Leistung von irgendwen in diesem Battle. Kein extra Punkt. Damit geht das Battle 4:4 aus und wenn es unentschieden steht, gewinnt der Teilnehmer, der mehr Punkte in der Kategorie Punchlines hatte und das ist in dem Fall Martin. Somit steht das zweite Halbfinale fest, Martin vs. Wendigo. Heute kommt kein Battle, dafür kommt nächste Woche, Samstag 17 Uhr, ein Bonus-Battle. Seid drauf gespannt. Sag mir, wer macht 5 Alben und ist immer noch nicht fame? Sag mir, wer ist noch Jungfrau, aber infiziert mit AIDS? Es ist King Belvedere, King Belvedere. Es ist King Belvedere, King Belvedere. Was für King Belvedere, du bist ein Kind und nicht mehr. Wir beide in einem Turnier, das er sich schon nicht fair. Jeder, der noch Offbeat rappt, ist jetzt sowas wie dein Biter. Du nennst dich zwar King, aber hier kommt der Kaiser.